Grüß Gott. Viele wollen ja immer sehen, wie ich mich schminke. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache einen Style & Talk. Mir sind keine gescheiten Themen eingefallen, also wundert euch nicht. Ja, ich habe den Lippenstift jetzt nicht aufgenommen, weil ich habe den auftragen, den Garde Dash. Ich zeige euch das nur kurz. Und ich glaube, der ist kaputt. Boah. Ja, der ist kaputt. Boah, schade. Und jetzt habe ich den Synthesizer, wo ich auch dachte, der ist kaputt. Und durch das, dass der so stark riecht, rieche ich den nicht so. Vielleicht werde ich den auch in meine Handtasche geben, dass ich ihn benutze. Ich mag die Farbe. Es passt doch gut zusammen, also. Ja. Also, viel Spaß mit dem Video. Ja, ich weiß nicht, über was ich genau reden soll. Ich fange mal an, meine Lidschattenbase aufzutragen. Ich habe extra keine Ahnung, über was ich reden soll. Ja. Das ist die allerbeste Frage, glaube ich. Über was soll ich jetzt reden? Über was soll ich reden? Ich habe keine Ahnung. Ich habe viele Videos noch geplant. Da müsst ihr aber ein bisschen Geduld haben mit mir. Also ich habe die Sammlungsvideos geplant. Aber ich zoome euch mal rein kurz. Aber ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das abdrehen soll. Ich glaube, ich werde das nicht alles auf einmal abdrehen, so wie ich das letzte Mal das gemacht habe, weil mich das sehr genervt hat. Das heißt, ich hole mir zuerst eine Ding raus, also zum Beispiel Duschgel. Und dann das nächste Body Lotion beim nächsten Durchlauf dann. Also ich werde jetzt nicht alle Videos auf einmal drehen, weil sonst, glaube ich, werde ich wieder sauer. Deswegen habe ich mir gedacht, ist das besser, wenn ich das so mache. Zumindest könnt ihr mir das ja gerne mal schreiben, ob es besser ist so. Weil die letzten, ich weiß nicht, ob ihr euch an das letzte Sammlungsvideo erinnern könnt, aber da war ich ja total schlecht drauf. Total schlecht drauf. Letzte Zeit sind meine Lippen auch so trocken. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber Wahnsinn, wie trocken die sind. Seit ich im Urlaub so oft in der Sonne war, ist das so. Deswegen geben wir mal ein bisschen Lippenpflege drauf. Ich habe mir auch einen Kaffee gemacht. Der ist wohl heiß. Ja, bin mir noch nicht sicher, ob ich heute dann noch was mache, weil eigentlich sollte ich meine Wohnung aufräumen, aber ich habe keine Lust dazu. Das sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe überhaupt keinen Bock. Ja. So. Also gucken wir mal, wie ich das mache mit den Videos. Da bin ich mir, wie gesagt, noch nicht sicher, weil ich will jetzt nicht alles auf einmal drehen. Und dann bin ich wieder genervt. Deswegen habt Erbarmen. Ich muss meine Rötungen abdecken. Ich schaue aus ein Clown dann danach, aber egal. Ich will nämlich unbedingt diese Videos abdrehen, weil die Videos halt gefragt werden. Und deswegen denke ich mir, okay, dann... Ihr wisst, ich hasse diese Sammlungsvideos. Wisst ihr das? Ich glaube schon, oder? Beim letzten Video hat man es halt gemerkt, dass ich das wirklich hasse. Ich hasse diese Sammlungsvideos, aber ihr wollt es unbedingt sehen. Deswegen, ja. Aber ich will kein Gemecker hören, dass ich zu viel habe. Das weiß ich selber. Das weiß ich wirklich selber. Kurz nur zwischendurch. Ich muss zurzeit zwei Sachen mischen. Mein MAC-Make-up mit dem Lancôme. Weil man sieht es vielleicht... Noch ein bisschen, dass ich dunkler geworden bin. Sieht man das vielleicht? Ein bisschen? Warte kurz. Sieht man das? Ja, jetzt sieht man es. Seht ihr das? So weiß war ich ja vorher und so dunkel bin ich jetzt. Im Gesicht ist es jetzt nicht so schlimm. Aber ich muss trotzdem zusammenmischen. Zumindest ein bisschen. Ich sehe auch gerade, ich habe keine Feuchttücher da. Weil ich die jetzt vor kurzem aufgebraucht habe. Sehr schön. Ich versuche auch wenig zu verwenden. Ich glaube, das war jetzt zu wenig. Ich glaube, ich brauche noch mehr. Ja. Das ist immer so eine Banscherei. Ich hasse das. Eigentlich mische ich ja Make-up nicht so gern zusammen. Ich hasse das, ja. Aber wenn man, also wenn man jetzt zum Beispiel eine Farbe hat, die jetzt nicht komplett passt, dann... ja. Das ist, glaube ich, noch immer zu dunkel. Ach. Wie ich es hasse. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das Problem ist, ich kriege das manchmal sehr gut hin, dass das zusammenpasst und manchmal nicht, so wie jetzt. Nein, das schaut katastrophal aus. Das ist doch nicht und
niemals nicht in meine Farbe. Ja, ich bin im Mischen schon mal besser gewesen. Aber okay. Was will man jetzt dagegen machen? Okay. Das Problem ist, ich habe halt dann immer zu viel Produkt dann noch. Ich hasse es. Ja, ich werde sicher heute einen Make-up-Brand haben. Ich glaube, ich gehe mit dem Weiß. Mit dem Weißen, der war jetzt gut, mit dem Hellen nochmal drüber. Oh Gott. Ich glaube, ich habe auch zu viel drauf. Heute ist, glaube ich, ein Feldtag. Sehr schön, würde ich mal sagen. Gestern waren wir auch unterwegs. Also Roman, meine Cousine, die Min, die Lin und ich. Wir waren zu viert unterwegs. Gestern war total lustig. Okay, das bringt gar nichts, sehe ich gerade. Das war voll lustig. Die Lin hat den Vogel abgeschossen, wortwörtlich. Aber es war wohl lustig. Ja. Ich war so lustig gestern. Das Video kommt doch, wenn ich es schaffe, rechtzeitig hoch, damit ihr das auch rechtzeitig sehen könnt, das Video. Ich werde mir auch Mühe geben, das hier vielleicht in die Infobox zu verlinken. Ja. Ich finde das noch immer ein bisschen traurig, dass so wenige den Kanal abonnieren. Schleichwerbung. Es ist vielleicht immer dasselbe, was wir machen, aber ich finde das trotzdem so cool, beziehungsweise auch schön für die Celine, weil die Celine hat immer mega Freude dran. Das seht ihr auch selber, also viele schreiben mir das unter dem Video immer. Dass die das schön finden, dass ich mit der Lin immer so viel mache. Oh Gott, ich glaube, ich brauche gar keinen Concealer heute, weil ich so viel drauf habe. In der Kamera wirkt das gar nicht so, aber in echt, ich habe viel zu viel drauf. Vielleicht gebe ich nur ein bisschen unter die Augen. Nee. Pinsel waschen sollte ich auch endlich mal wieder. Wäre auch mal wieder Zeit. Ja, ich glaube, ich lasse das so. Ich glaube, ich gebe nichts mehr drauf. Das war eh schon viel zu viel schon wieder. Ach Gott. Manchmal kriege ich das urschön hin, dass ich nicht so viel drauf gebe. Ich gebe aber trotzdem noch ein bisschen von dem Pro Longwear und das Auge, glaube ich. Wenn das nicht beschissen ausschaut. Ja. Heute ist nicht mein Tag. Was Schminken betrifft. Aber das habe ich leider manchmal. Da gibt es so richtig Fails, wo ich überhaupt nicht schminken kann. Ich glaube, das haben viele, hoffe ich zumindest. So. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich wollte unbedingt so einen Style Talk drehen und jetzt weiß ich nicht, was ich reden soll. Das hat Uffi Sinn. Guck's mal, wie weit mein Concealer von MAC schon aufgebraucht ist. Voll behindert. So. Ich mache den nämlich immer nass, den Make-up-Schwamm, mit dem Wasserspray Rose von Balea. Aber ich glaube, das habe ich euch in irgendeinem Video schon mal erzählt. Ich finde, das ist irgendwie cooler. Und da wird, also ihr habt es ja gesehen, vorher war es dunkel, aber jetzt finde ich, ist sogar wieder, okay, da habe ich ein bisschen Make-up-Brand. Ein bisschen kaschieren. Das finde ich so cool, wenn der nass wird, der Beauty Blender, beziehungsweise der Real Techniques, weil ich mag ja nur noch den. Dann ist der cool. Also er lässt sich, der lässt das Make-up viel besser verteilen, finde zumindest ich. Und viele wollten ja sehen, wie ich das auftrage. Ich darf nur nicht so viel labern, weil ich will nicht, dass das Video so lang wird und dass ich wieder so lange sitze dran, dass ich das schneide. Okay, jetzt gebe ich die... Ich kann nicht aufhören. Ich mache das immer lang. Seid ihr da auch so? Ich habe mir das von der Hattie abgeguckt. Die tut das ja auch mit dem Beauty Blender danach verblenden. Aber ich mache meinen halt nass mit Rosenwasser. Also beziehungsweise mit so einem Wasserspray. Ja. Ich glaube, das reicht. Gehen wir den Wasserspray mal weg. Ja, als nächstes werde ich mal meine grüne Lidschatten-Base auftragen. Das ist so ein ganz, ganz steinalter Lidschatten- bzw. Gel-Aligner von Inglot. So sieht der aus. Die Farbe 85 ist das. Ist schon sehr benutzt. Als Eyeliner habe ich ihn noch nie benutzt, aber er war auch noch komplett geschlossen.
weiß nicht, ob ich das jemals in den, oh ja, in meinen Sammlungsvideos, glaube ich, habe ich das. Ja, ich werde das ja auch von der Seite sehen. In meinen Sammlungsvideos habe ich euch das, glaube ich, erzählt, in dem Eyeliner, glaube ich, oder? Weiß ich jetzt nicht. Ich habe echt Alzheimer, glaube ich, oder? Echt? Alzheimer, geht's? Ja, aber irgendwo habe ich das mal euch gezeigt, dass ich den habe als Eyeliner. Ist vielleicht sogar schon länger her. Sparky macht mich ganz nervös da hinter mir. Ich tue den immer, ich weiß, ihr könnt es wahrscheinlich kein Grün mehr bei mir sehen. Aber ich habe so in letzter Zeit so eine Grünphase, dass ich gar nicht mehr aufhören kann mit grünen Lidschatten. Und das Problem ist, dass der Pinsel, den sollte ich öfter waschen. Der wird nämlich so kratzig dann, weil dieser Gel-Eyeliner so schnell eintrocknet. Also zumindest am Pinsel trocknet er so schnell an, dass ich unbedingt eigentlich den öfter reinigen soll. Ich muss jedes Mal, das ist gerade gestoppt, muss jedes Mal meine Augenbrauensachen zusammensuchen. Das ist so richtig nervig. Und ich sollte unbedingt wieder zum Friseur. Ich will unbedingt nämlich wieder zum Friseur. Ich habe da gerade das Kind, das ich nicht verblendet habe, sorry. Das ist, ich brauche eigentlich eine Brille, glaube ich. Oh Gott. Weil ich habe, also ich will unbedingt meine Spitzen schneiden. Weil ich habe vor kurzem noch mit meiner Arbeitskollegin geredet und die hat auch gesagt, dass sie sieht, dass meine Haare nicht mehr nachwachsen. Es ist wirklich so. Also jeder glaubt mir das nicht, aber es ist wirklich so. Nach einer Zeit hören auf, meine Haare nachzuwachsen. Jeder glaubt mir das nicht, aber sie hat es jetzt endlich mal auch mitbekommen, weil ich ja jetzt schon länger dort arbeite und sie auch. Deswegen hat sie das mitbekommen. Und ich weiß aber nicht, ich muss mal gucken. Vielleicht mache ich das, wenn ich ein langes Wochenende habe, dass ich zum Friseur gehe. Ich will nämlich auch meine Augenbrauen wieder machen lassen. Das nervt mich voll. Die gefallen mir überhaupt nicht zur Zeit. Die sind katastrophal. Es tut zwar immer nur weh und ich jammer immer nur, aber ich will unbedingt meine Augenbrauen wieder gemacht kriegen. Unbedingt! Ja. Jetzt, weil ich das ein bisschen antrocknen lassen habe, den Gel allein, ich spüre das auch immer und das wird so klebrig dann am Morgen, gehe ich mit meinen Lidschatten drüber. Ich zeige euch mal kurz ein Update. Ich will eigentlich eh einen Shop My Stash machen. Aber guckt's mal. Den will ich unbedingt schaffen aufzubrauchen. Oder den da, den grünen. Grünen, der weiß gut, sind beide grün. Also entweder den von Yves Rocher oder den von Essence. Ich will beide unbedingt schaffen aufzubrauchen. Es wird natürlich nicht leicht, aber... Oh, ich habe da einen Spiegel drin. Aber ich will es unbedingt probieren. Ich will was leer machen wieder. Und so ein Lidschatten oder so wäre mal nicht schlecht, wenn ich das wieder leer machen würde. Also falls ihr jetzt fragen, ich mische immer drei Lidschatten. Ich gehe zuerst mit dem von Yves Rocher drüber. Über die grüne Lidschattenbase, beziehungsweise über den Eyeliner, weil eine richtige Lidschattenbase ist es ja nicht. Aber das ist die einzige Möglichkeit, wenn ich einen Eyeliner verwende, dass mein Lidschatten hält. Bei dem also maximal 8 Stunden oder 9 Stunden oder 10 Stunden könnte hinkommen. Aber dann, wenn ich schon zu Hause bin und mich nach lange nicht abschminkt, dann sieht man schon, dass es so verschwindet. Aber wenn, solange es in der Arbeit hält, würde ich jetzt mal sagen, ist das egal. Dann gehe ich in den Essence, also in den da, in den runden. Das war mal ein Essence-Lidschatten. Dann gehen wir mal in den hinein. Ich finde die komischerweise echt pigmentiert. Für das, dass der so... Okay, so steinalt ist er jetzt auch wieder nicht. Aber... ich habe Bacon vergessen. Das passiert mir immer wieder. Hoppla. Ich habe nämlich jetzt eine Phase, dass ich meinen Concealer bake mit einem Fixierpuder von Maybelline. Ich bin jetzt kein Maybelline-Fan, ich habe das von der Arbeit haben dürfen. Da steht nämlich unten Tester drauf. Ja, und dann nehme ich den Blender und gehe da rein und klatsche mir das da drunter. Was mich natürlich total einstaubt und ich finde, das riecht auch irgendwie komisch, aber vielleicht bilde ich mir das nur ein oder auch nicht. Aber ich finde, es riecht ein bisschen komisch. So. Aber es ist nicht schlecht. Mir gefällt das von Love ein bisschen besser. Das kriege ich nämlich hier schon rein. Also das von Love mag ich ein bisschen lieber. Aber
Ja, ich glaube, so ein transparentes kriege ich schneller leer als ein. Weil das läuft, da ist viel mit noch drinnen und da. Ich weiß nicht, ob wir das sehen könnten. Okay, es ist auch noch viel drinnen jetzt. Also so wenig ist es jetzt nicht. Es ist auch noch viel drinnen, aber ich glaube, so eine kleine Dose kriege ich schneller leer als so eine große. Und dann habe ich auch nicht so viel Fallout, wenn ich das so mache. Deswegen ärgere ich mich immer im Nachhinein, wenn mir das passiert. Der Essenz-Lidschatten, der krümelt nämlich jetzt schon ein bisschen. Sieht man eh auch, glaube ich. Also beziehungsweise, hat man das gesehen? Rufe ich halt. Dann habe ich die beiden halt miteinander gemischt, so mache ich es halt immer. Dann, jetzt kommt der dritte Lidschatten, gehe ich mit dem, das ist ein Catrice, oh Gott, man sieht es nicht, das ist ein Catrice Lidschatten, der war mal limitiert, glaube ich. Pff, der ist schon steinalt doch. Deswegen, jetzt war ich kurz ruhig, sorry, verblende ich die zwei Farben miteinander, der fängt auch schon an zum Krümeln, das ist leider, ich habe viel zu viel oben. Alter! War viel zu viel. Mein Gott. Ja, mit dem bin ich jetzt fertig. Dann nehme ich von MAC meinen allerliebsten Lieblingslidschatten, den MAC Club, der auch schon sehr benutzt aussieht. Werde ich nicht mehr lang haben, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ich werde mir den Spiegel lassen, den er was in der Deko-Palette ist, weil das war jetzt ziemlich gut. Ich glaube, da könnt ihr das besser sehen. Also ich werde euch vielleicht, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Also jetzt gehe ich mit dem von MAC in die Lidfalte. Dadurch, dass das der schon so leer ist, muss ich immer voll drin rumrühren, weil da halt nicht mehr so viel drinnen ist. Aber wenigstens kriege ich was leer. Das ist mal bei meiner Sammlung eh mal viel wert. So. Jetzt die andere Seite. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich das mit so einem kleinen Spiegel kann. Ich habe immer gedacht, ich kann das mit so einem Spiegel nicht. Aber es geht. Wenn man will, geht alles. Dabei schaut das wieder nach nichts aus. Nicht wundern. Das ist bei mir am Anfang immer so, dass das nach nichts aussieht. So, dann machen wir den MAC Club dazu. Dann nehme ich einen Douglas Lidschatten. Den habe ich mal, glaube ich, in einer Box gehabt oder so. Wo ist er? Da ist er. So, dann gehe ich in den rein. Da ist ja auch schon ein riesen Loch drin. Also, man sieht echt, was ich da täglich benutze. Ich finde das aber gut, dass man das dann wenigstens auch sieht, weil bei den meisten Sachen sieht man es dann leider nicht. Und das finde ich immer schade. Zum Beispiel bei meinem Bronzer, den kann ich euch dann gleich zeigen. Das hat ja wohl lang gebraucht. Das hat mich schon genervt. Das hat mich so genervt, wirklich. Ich hoffe, die Themen sind überhaupt interessant. Aber ihr wollt ja unbedingt sehen, wie ich mich schminke. Also, ja. Also jetzt gehe ich in so einen, das ist ein uralter Essenz-Lidschatten. Da verblende ich, da ist auch ein riesen Nitterpen drin. Da verblende ich jetzt meinen, ich bin ein Idiot, jetzt habe ich das zugemacht. Das ist die scheiß Angewohnheit. So, jetzt verblende ich noch den Lidschatten. Yay! Nicht zumachen. Ich ja. Machen wir das zu. Jetzt habe ich Augenbrauen-Dings auf meinen Finger. Schön. So, jetzt gebe ich mal dieses Gebäckte weg. Also dieses. Weil jetzt bin ich eigentlich fertig mit Lidschatten, deswegen gebe ich das mal weg. So. Jetzt mache ich meinen Eyeliner und unten den Wimpernkranz. Ich habe da jetzt so eine Phase mit gelbem Kajalstift, weil meine Grünen waren ja alle leer und in der Arbeit benutze ich einen Grün, weil den kann ich nicht in der Arbeit tragen, weil falls mich ein Kunde fragen würde, welcher das ist, muss ich beichten, dass der von Yves Rocher ist und das ist keine gute Idee. Deswegen benutze ich den nur, wenn ich daheim bin oder beziehungsweise wenn ich fortgehe.
Dann habe ich hier den von Love, wo ich ja immer meine... Jetzt schauen wir mal, ob ich das so hinkriege. Ich glaube zwar nicht. Jetzt bin ich damit in den Lidschatten gefahren. Ich mache mir da immer so eine Schummellinie. Also Schummellinie. Bei mir ist der Eyeliner von Make-Up Factory nämlich nicht so deckend, dass ich das so machen muss, weil sonst kriege ich da... Sonst ziehe ich mir den Eyeliner hin und her, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich hoffe, ich kriege das so hin. Ich drehe euch kurz. So. Ich drehe euch kurz ein Stück. Ich brauche nämlich. Ich halte mir auch meistens immer dem Real Technique so hin. Dann sieht man es. Nein, gell? Ich versuche es dann auf der anderen Seite euch nochmal zu zeigen. Und auf der anderen Seite mache ich das jetzt nochmal nach. Da habe ich gesehen, dass ich das ein bisschen... Also das ist so richtig nur so als Base dacht. Es ist auch nicht ordentlich, es muss auch nicht ordentlich sein. Zumindest für mich nicht. Ja. Dann nehme ich den Eyeliner, den normalen, den von Make-Up Factory. Da ist auch nicht mehr viel drin. Da bin ich auch sehr brav. Aber den mag ich auch. Schade, dass es den halt nicht mehr gibt. Notfalls halber kaufe ich mir halt den von MAC. Sorry, jetzt war ich kurz ruhig, aber wenn ich jetzt nicht ruhig gewesen wäre, hätte ich es nicht zusammengebracht. So, nochmal kurze Stille. Ich glaube, jetzt könnt ihr das auch besser sehen. Also ich ziehe so ein bisschen mein Auge. Und dann... Mit dem Pinsel geht das so gut. Das ist so ein ganz dünner. Da kriege ich auch dieses Wingchen so schön hin. Da könnte ich noch ein bisschen... So. Ja, ich will immer da oben die Pinsel hingeben, weil die eben eigentlich da oben sind. So, jetzt gebe ich noch den Love Kajal auf die Wasserlinie. Oh, mein Concealer kriegt immer eine... Seht ihr das? Echt eklig. So viel dazu, dass ich noch keine Falten an den Augen habe. Ich hasse es. Und meistens betont das dann das auch noch. Oh, das geht immer weg. Ja. Das ist ein Deckel im Auge. Sehr schön. Ich hoffe, man sieht was. Ich hoffe es wirklich. Ich finde den aber nicht so gut, das ist ja dieser Love Kajal. Den habe ich ja reduziert gekauft, sogar dreimal. Ich habe ihn zweimal noch da oben stehen. Aber mögen tue ich ihn jetzt nicht so. So, machen wir mal den Gel-Eyeliner zu. Jetzt sind wir mit den Augen nicht fertig. Nein, weil ich habe den gelben noch, den ich auftragen muss. Den tue ich einfach nur so ganz nah am Wimpernkranz. Ich hoffe, man kann das ein bisschen... Ja, so wäre es gescheiter gewesen, wenn ich das schon von Anfang an gemacht hätte, aber who cares. Da könnt ihr auch richtig diese Augen... Ich hasse das, das macht mich gleich älter. Ich werde alt. Und das Problem ist, schaut halt so aus, als hätte ich gar nichts geschlafen. Seht ihr das? Ich meine, okay, heute wer mein Instagram und so verfolgt, meine Stories, hat das hier sicher gesehen. Dass ich um 3.50 Uhr oder so wach war. Ach, der Ventilator blast mir genau ins Gesicht, dass meine Augen anfangen zu rinnen. Ich finde das aber, das mit dem Gelb unten, obwohl ich grün geschminkt bin, irgendwie voll schön. Weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich finde das voll schön. Also mir gefällt. Ich kann da nichts Negatives sagen. Ich muss immer wieder spitzen. Der wird zu schnell. Ich hasse Kajal zum Spitzen. Ich hasse es wirklich. Ich zeige auch meistens nur den Kunden, die zum Drehen. Obwohl der dann urschön spitz ist, wenn er gespitzt ist. Und die Farbe ist ein Hammer. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Ich hoffe es. Weil ich würde den mir sogar nachkaufen. Weil ich finde die Farbe voll schön.
Jetzt rinnt mein Auge. Da kommt Freude aus. So. Machen wir mal einen Schluck. Ich habe auch zum Weiterreden mal. Mein Freund hat mir rhythmische Gymnastikbänder bestellt. Urpeinlich, ich weiß. Aber ich wollte. Ich meine, ich habe jetzt googelt und ich habe auch ein paar Videos gefunden, dass man das Mindestalter bis 15 haben muss. Also man kann das bis unter 15 machen, weil sich das so wie bei Ballett ja die ganzen Gelenke dehnen. Das heißt, ich bin zu alt dafür und kann das nimmer mehr machen. Ich habe mir nämlich ein paar Videos mit meiner Nichte angeschaut, wie wir schwimmen waren. Ja, und das hat mich total geärgert, dass ich das jetzt nimmer mehr machen kann. Ja. Aber ich werde die trotzdem zum Tanzen vielleicht verwenden. Vielleicht schaffe ich es mit meiner Nichte oder mit meiner Cousine wieder so ein bisschen zum Tanzen. So, Schluss jetzt mit dem Labern. Ich laber nämlich schon eine halbe Stunde. Machen wir weiter. Ich gebe jetzt so einen weißen Lidschatten in den Innenwinkel. Zumindest versuche ich es mit dem Pinsel. Da habe ich mir wirklich keinen guten dafür ausgesucht. Der ist viel zu dick dafür. Aber es geht noch. So, dann gebe ich die Lade zurück. Die muss ich mal sauber machen. So, Dali. Dann. Ich habe eine Zeit lang auch den. Ich glaube, den werde ich jetzt benutzen. Ich habe irgendwie Bock drauf. Dauert nur Stunden. So. Von Makeup Factory die Duo Contouring Cream heißt das, glaube ich, hier in Nummer 16. Die habe ich ja schon sehr oft benutzt, könnt ihr ja sehen. Ich mache es mal mit dem kleinen Pinsel, mal gucken, ob ich das besser hinkriege. Naja, das wieder. Ach Gott, oh Gott. Bitte nichts Negatives sein. Ich mach das nicht so oft. Also zu den Videos, die ich noch geplant habe. Schaut ja schrecklich aus. Ich will unbedingt, wir haben jetzt aktuell bei Müller so Magnetwimpern. Ich will unbedingt ein Video drüber machen. Weil letztes Mal haben sich die Kolleginnen welche besorgt. Und ich bin zu dumm gewesen, die aufzutragen. Wirklich zu dumm. Glaubst du mir, wenn ich euch das sage? Das war wirklich oberpeinlich. Ich habe die überhaupt nicht drauf gekriegt. Und ich will das unbedingt aber nochmal probieren. Ich tue es jetzt einfach irgendwo hin, den Dreck da. Ich habe vergessen, wo mein Highlight ist. Nee, ich bin nicht ernst. Ja, es schaut sowieso beschissen aus, aber. Was will man jetzt machen? So. Also, Makeup Factory Contouring Kit oder Dings. Und jetzt nehme ich so einen ovalen Pinsel und ich zeige es euch gleich auf der anderen Seite, da könnt ihr das gut sehen, weil ich finde, das funktioniert so gut mit dem. Da lässt sich das urschön verblenden. Ich habe gar nicht die Cremefarbe da. Nicht sehr dumm. Seht ihr das? Es lässt sich, ich kann auch kein Deutsch, sich urschön verblenden, außer da. Da ist schöner. Naja, auch nicht ganz. In der Kamera kommt es gar nicht so rüber. In der Kamera kommt es schlimmer rüber, das wollte ich sagen. Vielleicht muss man nur mehr reiben. Das schaut sich aus. Ja, ich bin nicht so ein Contouring-King. Viele Kolleginnen sagen dann auch immer, ich bin schwarz. Aber das ist nicht fair. Ich bin noch so ein Anfänger. Egal, machen wir weiter mit meinem New York City Bronzer. Da gehe ich mit so einem ganz. Ich glaube, da ist von Essence so ein ganz dünner Pinsel. Da ist nämlich kaum noch was drin, dann seht mal. Da ist noch. Ich muss da immer in der Ecke kratzen, damit ich da ein bisschen was runterkriege. Dann mache ich so eine harte Kontur. Ich kriege ja noch Schnupfen. So eine ganz harte Kontur. Und die verblende ich dann noch mit meinen Fischpinseln. Ich finde, der hat eine urschöne
Farbe. Ich weiß gar nicht, was ich als nächstes dann verwende, wenn der dann leer ist. Ich setze jetzt da urviel weg. Da. Ich bin ganz stolz drauf. Ich glaube aber, den werde ich noch sehr lange haben. Jetzt gehe ich mit dem Fischi nochmal drüber. Also ich habe aber keine Angst, wenn das jetzt noch zu dunkel wirkt durch das Essenzpuder. Das mag ich jetzt in letzter Zeit echt gern. Weil es mir meine Kontur meistens immer ausbessert, was ich dann zu viel benutze, korrigiert das ein bisschen. Ja, sowas kann nur mir passieren natürlich. Ist ja immer wieder typisch. Wo war ich jetzt? Also falls... Oh, Sonne kommt raus. Also falls ich zu viel Kontur erwische, kann ich das immer mit dem ein bisschen korrigieren. So, jetzt kommen wir zu meinem Catrice Bronzer, wo ich endlich einen Hitterpan habe, was er dann mega lang braucht. So sieht er aus. Ich mag das nicht, wenn es so krümelt. Jetzt gehe ich wieder drüber, aber ich gehe halt nur ein, zwei Mal da so rein. Vielleicht hat das deswegen so lange gebraucht, bis ich den als Hitterpan erwischt habe. Hinter mir knurrt gerade Sparky. Sparky, dein Ernst? Ich habe ihm vorher so ein Stück Keks gegeben. Die vom Actionmarkt. Die dunke ich immer so gerne in Kaffee. Viele finden das eklig. Aber ich dunke die so gerne in den Kaffee. Und ihnen habe ich ein Stück gegeben und er hat es nicht gegessen. Und jetzt da ist es noch immer nicht. Er hat nur knurrt und hat da drauf rumgekratzt wie eine Katze, aber hat es noch nicht gegessen. Jetzt gehe ich mit dem Essenzpuder, was ja wirklich schon sehr an der Grenze ist, drüber. So richtig schichtweise zuerst da. Ich habe aber meistens dann das Problem, dass ich durch das, dass ich da immer jetzt rumkratzen muss, weil ich ja da jetzt nicht mehr so viel Produkt drinnen habe, habe ich meistens dann zu viel oben. Aber da gehe ich dann mit dem Fixierspray drüber. Entweder das von Love, was ich jetzt verwende, oder das von MAC natürlich, was sonst. Mit dem gehe ich dann drüber und dann geht das eigentlich. Also dann ist das jetzt nicht mehr so schlimm. Es ist auch gar nicht so... Hey, ist schon dunkel aus. Nimm mal lieber ein bisschen mehr. Ist schon wirklich so dunkel aus. Das ist, weil ich vorher die Foundation zu dunkel angemischt habe. Sag's lieber nichts, okay? Einfach ignorieren. Normalerweise darf das nicht passieren, aber mir passiert das in letzter Zeit sehr oft. Aber mit der anderen war das schlimmer. Ich muss mir angewöhnen, mehr von der MAC zu nehmen und weniger von der Lancôme. So, das lassen wir jetzt. Ich weiß, es sieht sicher so aus, als hätte ich zu viel Puder drauf. Bevor ich aber fixiere, gehe ich jetzt noch mit meinem Gouache ran. Also ich habe jetzt das von MAC. Ich will aber unbedingt heute meinen Pinsel waschen. Ich schaue automatisch immer darauf, weil immer da die Pinsel stehen. Ich will nämlich heute unbedingt meinen Blush-Pinsel waschen, damit ich morgen ein anderes nehmen kann. Weil ich will das unbedingt aufbrauchen. Ja, da mache ich nur so eine dünne Schicht. Autsch! Manchmal ziehe ich immer so richtig die Wangen weg. So. So eine erste Schicht. Dann gehe ich in den Cream Highlighter von Essence. Die nächste Schicht. Also ich kann gar nicht mehr anders. Also ich habe das letzte Mal ohne Creme-Produkte meinen Rouge und so und mein Highlighter aufdrängen. Das ist nicht dasselbe für mich. Also das ist... kann irgendwie nichts. Kann überhaupt gar nichts. Aber das Positive ist, ich habe ja auf Facebook, auf meinen privaten, aber ich kann es von mir aus auch auf den anderen hochladen, das was ihr auch sehen könnt, ein ungeschminktes Foto von mir gepostet und viele Kollegen fanden das gut. Sehr gut sogar. Die haben sogar gesagt, sie finden das besser, wenn ich kein Make-up oben habe. Und das ist... Also ich empfinde das nicht so. Aber ich finde schön, dass das andere so empfinden. Sparky! Das finde ich echt gut, weil ich finde das wirklich nicht so. Also ich finde, ich könnte öfter ein bisschen mehr Make-up vertragen. Aber okay, wenn das andere so sehen, ist das auch positiv. So, dann nehme ich mein MAC Highlighter, der schon ein riesen Loch hat und ich so stolz bin drauf. Gehe noch über den Creme drüber und ist jetzt gleich. Das verstehen, glaube ich, nur Beauty Junkies. Ich liebe das. Ich bin zwar immer komplett voll auf meiner Hose da, aber das ist mir furz egal. So. Oh,
Ist aber genug. So, jetzt nehme ich meinen Blushpinsel. Das ist irgend so ein ganz alter von Claire's. Aber der ist so kratzig im Auftrag. Geht's auf der Haut Gott sei Dank nicht. Aber im Blush-Tiegelchen, der hat nämlich von dem, weil das ist ein ganz altes Rouge von MAC. Das war mein erstes, das ich mir gekauft habe. Oh, ganz stolz. Der hat so eine richtige Schicht davon runterkratzt, die was nicht mehr so funktioniert hat. Und dann bin ich wieder an das gute Produkt. Ach du Scheiße. Das ist mir zu viel. Oh mein Gott. Ja, das kommt dabei raus, wenn Leute danach fragen, wie schminkst du dich eigentlich? Und dann kommt genau das raus, was man nicht will. Aber schön ist das doch, oder? Wenn das so rauskommt. So, egal. Mascara und Augenbrauengel werde ich jetzt noch verwenden. Ich liebe das von Misslin. Ich will gar kein anderes mehr. Wenn ihr das rausnehmt, bunkere ich das wie wild, wenn ich drauf komme, dass das rausgeht. Ich will nämlich nicht, dass das rausgeht. Deswegen verkaufe ich das so oft. Weil ich ja nicht will, dass das rausgeht. Beziehungsweise ich versuche immer, das so oft wie möglich zu zeigen. Eben weil das so ein kleines Bürstchen hat. Ich finde das viel, viel besser. Aber ja, das ist eine Streitfrage. So, jetzt kommen wir zu dem behinderten Teil, den ich hasse wie die Pest. Ich weiß nämlich nicht, entweder vertragen sich die zwei Mascaras nicht mehr mehr. Also ich habe die von Estee Lauder. Moment, ich brauche so einen Vergrößerungsspiegel, so scharfsagert wie ich bin. Entweder vertragen sich die zwei nicht mehr, weil früher habe ich die Kombi ja gern benutzt, oder sie sind schon zu eintrocknet beide. Obwohl ich die nicht mal lange verwende. Das ist zwar angenehm, aber es geht mal irgendwie schon. Dann mache ich die zu, nehme die Lancôme. Ich glaube, die sind beide schon fast am Austrocknen. Okay, man muss rechnen, ich benutze sie ja jeden Tag fast. Außer im Urlaub, da bin ich so stolz auf mich gewesen, war ich oft ungeschminkt. Habe ich sogar Videos auf meinem anderen Kanal. Müsst ihr unbedingt reinschauen. Ich bin ja ungeschminkt. Wer sieht das sonst? Da war ich auch ein paar Mal ungeschminkt. Sehr brav, oder? Irgendwie nervt mich das. Ich habe da so eine Wimper weghängen. Auf der anderen Seite nehme ich auch. Entweder ist die mir abbrochen. So, jetzt kommt das Schwierige unten. Und ich hasse die Mascara für untere Wimpern. Ich weiß nicht, was krümelt. Jedes Mal redet mich in der Arbeit an, du bist unten verschmiert. Und entweder ist das der... Es kann nur die Mascara sein, weil ich habe jetzt da viele Kajalstifte in Grün ja schon aufgebraucht. Und dann würde es ja nicht schwarz verschmiert sein, dann wäre es ja grün. Oh! Daneben. Grün verschmiert und nicht schwarz verschmiert. So, jetzt nehme ich mal nochmal die Estee Lauder. Ich weiß, das ist das Uhr hin und her. Das würde das andere, glaube ich, voll nerven. Ich kann gar nicht mehr anders. Ich kann nicht mehr eine benutzen. Muss immer zwei verwenden. Linkstörter. Da kommt. Seht ihr das jetzt da? Da kommt fast gar nichts mehr raus. Beim ersten Mal, beim ersten Auge, kommt der Urviel raus. Beim zweiten. Dann nicht mehr. Probieren wir es nochmal. Ich glaube, besser geht's gar nicht mehr. Ich gehe jetzt nochmal mit der. Nein, jetzt will ich mal mit der Augenbraue! Was ist mit der Juckt dort? Alter Schwede. So. Lippenpflegeding. So. Ich glaube, ich muss langsam die Mascaras austauschen. Ich habe das Gefühl, dass da. Das Problem ist, beim Mascara bin ich mir oft immer so unsicher. Ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal in Videos erwähnt. Ich weiß nie, wann ich die austauschen soll. Da bin ich mir immer unsicher. Da denke ich mir, nein, das geht noch. Früher war ich überhaupt der Ursparfuchs. Ich habe die MAC so lange benutzt, bis... Ich habe das nicht mal gemerkt, bis mir dann eine MAC-Dame gesagt hat, die ist leer. Aber selber fällt mir das gar nicht so auf. Weil ich finde... Okay, vielleicht weil ich zwei misch. Wenn ich nur eine benutzen würde, glaube ich, würde es mir mehr auffallen. Vielleicht durch das, dass ich zwei misch,
fällt mir das gar nicht so auf. So, jetzt werde ich noch ein bisschen meine Augenbrauen zurechtbürsten, weil ich ja vollkommen drüber gefahren bin mit meinem Finger. Weil jetzt ist das so, deswegen mache ich das immer zuerst und dann die Mascara, weil bis ich die Mascara mal fertig habe, trocknet das so ein bisschen an. Ich meine, meine Form ist hässlich, ich mag die nicht in letzter Zeit von meinen Augenbrauen. Deswegen liege ich unbedingt wieder zum Friseur. Das, die Seite geht, aber die finde ich echt schlimm. Ja. Am Schluss kommt jetzt noch Fix Plus. Jetzt kommt der Ventilator. Schleich dich. So, jetzt schnell. Das war jetzt ein Kilo. Jo. Jetzt mache ich noch schnell meine Haare und ziehe mir was anderes an und bin gleich wieder da. Ja, ich habe mir jetzt halt nur, wie ihr vorher schon im Anfang gesehen habt, einen Lippenstift auftragen, meine Haare ein bisschen aufgemacht und eben ein Oberteil angezogen. Ja. Das war's eigentlich auch. Ich will das Ende jetzt nicht mehr so lang gestalten, weil das Video ist, glaube ich, schon lang genug. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Aber viele wollten ja sehen, wie ich mich schminke, deswegen will ich das Video so wenig wie möglich schneiden. Ich hoffe, mir gelingt das. Und das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!